Seit jetzt dem 13. Mal bei uns im Alibay Club Mannhofgarten. Darum haben wir jetzt die Frage, ob ihr euch dieses Jahr ein bisschen beeinflusst fühlt durch die Hygienemaßnahmen oder ob ihr den Urlaub ganz normal genießen könnt. Also ich sag mal, da es bei uns zu Hause nicht anders wäre als hier, mit Maske tragen in geschlossenen Räumen und Desinfektionsmitteln an allen Eingängen, fühle ich mich eigentlich nicht beeinträchtigt, weil es ist nicht anders, als es zu Hause wäre zur gleichen Zeit. Und der Urlaub ist trotzdem schön, weil wir die meiste Zeit draußen sind und auch Tennis spielen und draußen essen können. Ich habe gesehen, ihr habt für Wilson Open 2021 im Frühjahr auch schon gebucht. Ja. Das heißt, ihr seid eigentlich mit dem Hygienekonzept vom Flughafen bis zu eurem Zimmer komplett zufrieden. Ja. Mit dem kompletten Ablauf. Also würde ich schon sagen, weil man wurde auch am Flughafen nicht groß gestört. Wir haben Einzeltransfer gehabt. Es ging auch alles recht zügig. Extrem zügig. Wir waren fast eine Stunde früher da als sonst, als die üblicherweise. Ja, das war ganz schön. Und wie gesagt, am Flughafen ist man ja auch nur letztendlich an den Wärmebildkameras vorbeigelaufen. Es war also sehr unkompliziert und keine Beeinträchtigung an der Stelle. Das freut uns. Und ist noch die Frage, was genau ist denn der Grund, warum ihr so oft, so häufig jetzt schon zu uns in den Alibay Club Mannhofgarten kommt, wenn wir über Patrizia Travel buchen? Das ist ja ein notwendiges Übel. Nein, das Spaß beiseite, das ist es nicht. Aber es ist natürlich so, dass der Club Alibay gerade Mannhofgarten für Tennisspieler aufgrund der ganzen Gegebenheiten eine perfekte Umgebung darstellt. Ja. Das habe ich bis jetzt noch nirgendwo in der Form erlebt. Das liegt natürlich an der Menge der Tennisplätze, weil man kommt hier jederzeit dazu, Tennis zu spielen. Das ist hervorragend und ja. Das ist halt der Hauptgrund, weswegen und weil wir kennen natürlich den Club Alibay auch schon seit über 30 Jahren. Ja, und was werdet ihr denn euren Freunden, die jetzt dieses Jahr das Masters-Finale nicht gebucht haben, was werdet ihr denen erzählen? Eine lange Nase zeigen, ja, und sagen, es war vergebens. Ihr hättet mitkommen sollen. Ja, das haben wir auch schon. Wir haben auch schon Bilder geschickt und haben auch geschrieben, dass es eigentlich nicht anders ist als sonst. Es sind eben nur weniger da, das ist schade, aber sonst. Es ist total toll und sie werden sich bestimmt ärgern, wenn wir nach Hause kommen und erzählen. Hoffentlich. Mit Sicherheit. Und jetzt noch zum Schluss. Wie zufrieden seid ihr denn mit der Umsetzung? Wie sieht es im Restaurant aus? Mit den Masken am Eingang und den Bedienungen? Finde ich toll, weil wir hatten ja im Vorfeld schon angefragt, dass wir nachgefragt haben, ob wir Masken mitbringen müssen oder ob die welche haben. Und da hat uns Sergej ja gleich gesagt, nee, das ist kein Problem. Jeweils, wenn ihr beim Essen eine Maske wollt, dann wird euch eine gegeben. Dann auch gleich der Desinfektionsspender da am Eingang. Also ich kann mich nicht beklagen, das läuft auch reibungslos. Ich habe mir das viel schwieriger vorgestellt mit der Essensausgabe. Das läuft auch reibungslos. Finde ich auch total klasse. Auch das spart ein bisschen Kalorien, genau, weil ne, jetzt Kalorien. Man traut sich jetzt nicht mehr nach der fünften Kugel zu sagen, genau, ich hätte noch gerne eine sechste. Oder ja, das ich möchte noch einen Löffel, dann gucken die schon immer so, noch ein? Nein, nein. Nee, also wir haben überhaupt kein Problem.